Weil Versace ist echt mein Lieblingsduft, muss ich euch sagen. Ich möchte euch die ein bisschen vorstellen und ein bisschen zeigen. Und auch noch die ein oder anderen Parfüm-Bits zeigen, die ich gerne trage. Ich liebe einfach Parfüm. Und ich habe schon öfters dafür ein Kompliment bekommen. Auch von jemandem sehr berühmten. Ich war mal auf einer Comic-Con. Und da habe ich den Ian Somerhalder von Vampire Diaries, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, habe ich getroffen. Also man konnte da so ein Foto mit dem machen, musste man zahlen. Und er hat auf jeden Fall gesagt, ey, du riechst gut. Also auf Englisch hat er es natürlich gesagt, ne? Aber ich glaube, das spricht für mich, ne? Okay. Hey, aber Leute, bevor wir richtig beginnen, möchte ich bitte eine treue Zuschauerin grüßen. Und zwar Charlotte mit S. Charlotte. Punkt. 572. Charlotte, 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 Charlotte. 5572. Ich grüße dich und ich bedanke mich für deinen treuen Support, dass du mich immer unterstützt. Danke, danke, danke. So, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, was gar kein Problem ist, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Gerne in den Kommentaren unter meinen Shorts oder unter meinen Hauptvideos und dann grüße ich euch auch. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Hauptvideo, oder? Let's. So, wir gehen hier ein bisschen durch und ich sage euch auch noch, was die so riechen. Beginnen wir mit dem ersten. Schauen wir uns erstmal die Packung an. Versace Man Eau Fraichere. Ich kann gar kein Französisch. Also sorry, ich kann gar kein Französisch. Deswegen tut mir leid für die falsche Aussprache schon mal. So, dann schauen wir mal nach. Nach was riecht das denn eigentlich? Ich habe mir hier ein Hilfsmittel geholt. Was das hier alles so riecht. Also Versace Man Eau Fraichere. Die Kopfnote von Versace Eau Fraichere kommt mit weißer Limone und Sternfrucht, fruchtig und frisch daher. Ebenfalls in der Kopfnote von Versace Eau Fraichere enthalten ist Rosenholz, was die frische Kopfnote ein wenig abmildert und hier etwas Sanftheit verleiht. Die Herznote des Duftes besteht aus Estragon und Zedernblatt. Ich sprühe mir das jetzt mal an. Okay, ich sprühe mir das jetzt mal ein bisschen an, beziehungsweise das ist so etwas, das ist so ein Deckel, den man so dann ein bisschen hier drauf tut. Ui. Ja. Ich finde, das ist nicht mein Lieblingsduft. Also ich liebe Versace. Aber das ist echt nicht so mein Lieblingsduft. Ich finde, der riecht ein bisschen sehr durchschnittlich. Leider nicht so ganz mein Lieblingsduft. Würde ich jetzt so eine 4 von 10 geben. Finde ich ein bisschen durchschnittlich. Okay, kommen wir zum nächsten. Da liebe ich halt schon mal die Packung, muss ich euch sagen. So, das ist Versace. Dylan Blue. Dylan Blue. Thank you.
Dann lass mal schauen, nach was Dylan Blue denn riecht. Wie riecht Dylan Blue? Das Eau de Toilette Spray der Duftserie Versace Pour Homme. Ey, wirklich, mein Französisch. Sorry, ne? Dylan Blue lässt den Träger frischer und mediterrane Leichtigkeit erleben. So betört die Kopfnote aus kalabrischer Bergamotte und Grapefruit mit an Zitronen erinnernden säuerlichen herbwürzigen Duftelementen. Also ich finde, das klingt sehr gut. Das klingt sogar noch mehr nach dem, was ich so mag. Dann lassen wir das mal anschauen. Ich liebe ja einfach dieses Logo, ne? Das ist so schön und so edel. Ich finde das richtig schön. Okay. Besser. Das wirkt auch ein bisschen für mich so öliger, ein bisschen dicker wirkt das auf jeden Fall, das andere wirkt ein bisschen flüssiger. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, das ist richtig schön, das gefällt mir. Also, das haben wir schon. Genau, das haben wir auch schon. Jetzt kommen wir zu dem Duft. Das ist Versace Eros. Versace Eros. Versace Eros. Den Duft, muss ich sagen, den kenne ich auch schon bereits. Die anderen beiden kannte ich nicht. Also den zweiten, den kannte ich vom Sehen her, aber noch nicht probiert. Aber der gefällt mir sehr gut. Versace Eros liebe ich. Ist nicht meine Nummer 1 Versace, aber ich liebe den Duft. Einer der liebsten Düfte, die ich sehr, sehr gerne mag. Okay, dann schauen wir uns den jetzt erstmal in klein an. Ich habe den auch in groß. Zeige ich euch auch gleich. Ist auf jeden Fall sehr edel. Ist auch ein bisschen sehr schwer hier alles. Ist
sehr gut verarbeitet, würde ich sagen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Super Duft. 8,5 von 10 von mir. Ja. So, dann sagen wir mal, was sagen denn die offiziell, nach was es riecht? Schauen wir hier mal nach. Was denn gesagt wird, nach was es riecht? Wie riecht das Versace Eros? Das Eros Eau de Toilette Spray von Versace ist ein Duft, der nicht nur sehr männlich, sondern vor allem auch sinnlich wirkt. Ja, ja, der wirkt sinnlich. Würde ich direkt unterschreiben. Die Kopfnoten bestehen aus Apfel, Minze und Zitrone. Apfel, Minze und Zitrone, welche im ersten Moment fruchtig, süß und durch die Minze geheimnisvoll aufregend erscheinen. Unterschreibe ich direkt. Super Duft, also kann ich euch wirklich empfehlen. Ich liebe Versace und deren Düfte, also ach, ich bin obsessed. Ich bin süchtig danach. So, dann schauen wir uns jetzt das hier mal an. Ein rotes Design. So, das Versace Eros Flamme. Das riecht richtig schön. Also ich kann es immer sehr schlecht einordnen. Aber ich finde, es wirkt auch sehr sinnlich. Also das werde ich mir auf jeden Fall in groß kaufen. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe diese Packung bei Amazon gekauft. Ich weiß nicht mehr, 20 oder 30 Euro. Und pro kleines Fläschchen hat man halt immer 5 Milliliter. Und dann kann man auf jeden Fall mal testen und sagen, okay, das kaufe ich mir in groß. Also das würde ich mir niemals in groß kaufen. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Also wie gesagt, 4 von 10. Da habe ich gesagt, da habe ich 7,5 von 10 gesagt, das ist ein toller Duft. Aber steht jetzt nicht auf meiner Liste. Vielleicht würde ich mir das auch irgendwann kaufen. Aber nicht jetzt. Den kenne ich ja schon, den hatte ich jetzt auch schon mehrmals. Den gebe ich eine 8,5 von 10. Und der ist super, den werde ich mir holen. Den werde ich mir echt als nächstes holen, den groß. Das ist echt 9,5 von 10. Ich liebe den, also der riecht ja echt super. Der riecht echt super. Der riecht super. Eros Flamme. Flamme. Versace Eros Flamme. Spicy Woody. Kopfnoten. Zitrone, Mandarine, schwarzer Pfeffer und Rosmarin. Herznoten. Rosé. Pfeffer. Texas Cedar. Tonkabohnen, Vanille, Sandelholz und Eichenmoos. Für welche Jahreszeit ist Versace Eros Flamme? Empfohlene Jahreszeit Herbst. Haben wir ja. Super. Ist Versace Eros für den Sommer? Eros Flamme gerne im Herbst, im Winter oder auch im Frühlingssommer leicht dosiert, im Abendbereich dann aber. Gut. So, ich wollte da gerne eigentlich noch eine genauere Beschreibung. Schauen wir mal, ob wir hier noch eine schönere Beschreibung finden. Kühl und heiß, sanft und stark, Licht und Schatten, Versace Eros Flamme trifft mitten ins Herz. Ein ultramodernes Eau de Parfum für einen starken, leidenschaftlichen Mann, voller Selbstvertrauen, der sich nicht scheut, zu seinen Emotionen zu stehen. Und deswegen liebe ich Versace, weil die Versace-Düfte, die sind schon männlich, teilweise auch sehr orientalisch. Aber die haben auch so einen süßen Touch. Die haben so einen süßen, leidenschaftlichen Touch. Und der ist super. Er lebt seine Gefühle im Hier und Jetzt und kostet diesen Moment wahrer Liebe in vollen Zügen aus. Eingehüllt in einen intensiven, flammenroten Triumph. Der Flakon mit griechisch-römischen Elementen. Ich bin
verliebt. Das wird der neue Duft auf meiner Liste. Auf jeden Fall. So, okay. Da möchte ich euch noch andere Flaschen zeigen, die jetzt schon leer sind. Oder so gut wie leer. Ui, da ist ja noch was drin. Ich dachte, der wäre komplett leer. Das ist auf jeden Fall Versace Blue Jeans. Blue Jeans. Habe ich mir auch mal geholt. Ich dachte ehrlich gesagt, der wäre schon leer. Aber dann lasst mal ausprobieren. Ja, der ist auch sehr, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist aber nicht sehr außergewöhnlich. Es ist ein sehr schöner Duft. Ah, der ist, na doch, der im Abgang ist ja schon sehr außergewöhnlich. Lasst mal gucken. Ich kann es immer nicht gut einordnen und euch beschreiben, nach was es riecht. Deswegen brauchen wir hier die kleine Hilfe. Versace Blue Jeans, was sagen die, das ist... Blue Jeans von Versace überzeugt durch seinen einzigartigen, süßlichen und zimtigen Duft. Ja, ja. Der zweite Duft von Versace für Männer ist langanhaltend und willensstark, ganz nach dem Motto. Blue Jeans ist auch das Design ganz in Blau. Verwöhnen Sie sich und die Umwelt mit dem unwiderstehlichen Duft Blue Jeans von Versace. I love it. I love it. I love it. I love it. Ja, der ist schon sehr zimtig. Eine 9 von 10. Der ist super. Der ist echt super. Ja, der ist schon echt. Den kann auch fast jeder eigentlich tragen. Außer man mag es als Mann. Nicht ein bisschen süß. Ja. So, dann zeige ich euch aber meine 10 von 10. Und das ist das hier. Das ist ein ganz, ganz schlichtes Design. Wie ihr seht. Oder ist schon ein bisschen hier, ein bisschen verbraucht. Das ist auf jeden Fall Versace The Dreamer. Ich glaube, The Dreamer oder Dreamer. Und das ist wirklich... Ach, also ich finde das Design jetzt nicht so... Wow, ist jetzt nicht so herausragend. Aber der Duft, der ist wirklich eine 10 von 10. Ich liebe den. Also... Ich liebe den. Der ist so toll. Wie ihr merkt, Parfüm begeistert mich schon sehr. Versace Dreamer. Wie riecht Versace The Dreamer? Versace The Dreamer ist ein blumig, frisch, pudriger Duft. Ich liebe, dass er pudrig ist. Pudrig. Ich liebe, dass er pudrig ist. Es ist ein beliebtes Parfüm von Versace für Herren und erschien im Jahr 1996, also ist schon etwas älter. Aber es ist so ein toller Duft. Und The Dreamer heißt ja der Träumer. Und ich glaube, es ist nie schlecht. Man sollte nie aufhören zu träumen. Mache ich auch nicht. Ja. Okay, Leute, dann zeige ich euch noch ein paar andere Düfte. Das ist... Das habe ich mir letztens im DM geholt. Von Max. Ist sehr speziell, aber I like it. Das habe ich mir auch von DM geholt. Das ist ein Duft von Jaguar. Sehr classic. Steht auch Classic Black drauf. Sehr klassischer Duft. Aber ich finde eigentlich auch ein sehr schönes Design.
like it. Ich mag den sehr gerne. Und jetzt kommen wir noch zu einem Duft, den ich sehr, sehr, sehr lange getragen habe. Und den ihr sicherlich auch kennt. One Million. Oder? Ist sogar tatsächlich noch was drin. Ich dachte, der wäre leer. Ui. Der ist ja gar nicht leer. Ich dachte, der wäre leer. Oh mein Gott. Wow. Ach, ich liebe den Duft. Das ist für mich auch wirklich eine 10 von 10. Das ist so ein Klassiker. Aber ich hatte den teilweise wirklich über Jahre durchgehend. Von 2017 bis 2021 hatte ich den eigentlich durchgehend. Sobald der leer war, direkt der nächste. Sobald der leer war, direkt der nächste. Sobald der leer war, direkt der nächste. Deswegen habe ich danach, bin ich dann auf Versace umgestiegen. Und jetzt bin ich total addicted mit Versace. Aber ja, den kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich liebe den. Also ich werde den bestimmt auch mal in Zukunft tragen. Also das ist echt ein toller Duft. One million, one million, one million, one million. Ah. Okay, wie ihr gemerkt habt, Parfüm begeistert mich schon sehr. So, das war auch meine kleine Sammlung. Ich habe immer eigentlich sehr, sehr, sehr viel Parfüm. Also nicht gleichzeitig, aber ich probiere immer gerne was Neues aus und so. Und ich hatte mein ganzes Leben, glaube ich, schon so viel Parfüm. Das ist jetzt so, ja, die ich jetzt aktuell da habe. Viele sind ja auch schon leer, aber ich wollte die euch mal zeigen. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.